ein guter Braten. Es wird mit Recht ein guter Braten gerechnet zu den guten Taten. Und dass man ihn gehörig mache, ist weibliche Charaktersache. Ein braves Mädchen braucht dazu mal erstens reine Seelenruhe, dass bei Verwendung der Gewürze sie sich nicht hastig überstürze. Dann zweitens braucht sie Sinnigkeit, ja sozusagen Innigkeit, damit sie alles appetitlich bald so und recht gemütlich begießen, drehen und wenden könne, dass an der Sache nichts verbrenne. In Summa braucht sie Herzensgüte, ein sanftes Sorgen im Gemüte, fast etwas Liebe insofern für all die hübschen edlen Herren, die diesen Braten essen sollen und immer gern was Gutes wollen. Ich weiß, dass hier ein jeder spricht, ein böses Mädchen kann das nicht. Darum habe ich auch stets gedacht, zu Haus und anderwärts, wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz. In dem Sinne, lassen Sie mal nichts anbrennen, fröhliche Weihnachten.